herzlich willkommen in Leipzig Probstweiter. Herzlich willkommen zum ersten Spiel der Regionalliga Nord-Ost im Jahr 21-22. Sie sahen die Begegnung 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den BFC Dynamo. Das Spiel sahen 3.094 Zuschauer. Zur Halbzeit stand es 1:1, Endstand 1:4. Wir begrüßen beide Trainer, den Messetrainer Christian Benbenek, unseren Trainer Alvin Schieber. Und erwarten jetzt die Einschätzung zum Spiel und wir freuen uns auf die Einschätzung von unserem Gästetrainer. Dankeschön, schönen guten Tag allerseits. Wir freuen uns über den Auftaktsieg für uns. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch mehr Probleme ins Spiel zu finden. Unsere Abstände haben noch nicht so gut gepasst. Ja, super Tor von Beckus auf Hand von Daryl Götz. Und da haben wir für uns strittige Situationen, aber ich glaube, man kann diesen Freistoß so pfeifen, ein Tor des Monats, also ein riesen Freistoß. Ich habe gerade noch mit Werner gesprochen und meinte, ich war mir sicher, dass der auch spekuliert und ich die Tore gegen schießen kann. Das super gemacht. Für zweite Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht, hat uns eine Halbzeit vorgenommen, wenn wir nicht früh draufpressen können, dass wir dann erstmal ein bisschen kompakter stehen, so wie wir es nachher auch mit den 10 Mann machen mussten, dass wir die Räume einfach eng machen und auch gucken, dass wir auch zu Kontersituationen kommen. Ich denke, heute ein verdienter Sieg für uns, auch wenn wir wissen, dass es nicht automatisch so weitergeht oder dass jetzt Lok ein schwaches Spiel gemacht hat. Ich habe letzten Freitag hier gesehen, gegen Hildesheim bei der Generalprobe. Natürlich ganz bitter der Ausfall von Ciane. Gute Besserung von unserer Seite dafür. Ich glaube, es sind in dieser Liga, wo so viele Mannschaften gleich auf sind oben, und da sehe ich die Leute auch zu. Da wird es immer wieder Spiele geben, die dann auch die zu einer Seite irgendwo hinfahren, wo dann die Tagesform entscheidet. Von daher freuen wir uns, dass wir gewonnen haben, aber wir wissen auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Dankeschön mit euch, Leute, dafür. In der ersten Linie erstmal Glückwunsch zum Sieg und schönen Abend an alle, dass so zahlreich die Leute entschieden sind. Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass man nach so langer Zeit dann Bedanken bekommt, aber so ist es eben im Fußball. Ich denke, dass wir sehr viel gebraucht haben, unser Spiel durchzusetzen. Bis zum 1:1, nach dem 1:1 war es dann okay. Wir waren am Anfang sehr nervös, haben zu einfache Fehler gemacht. Viele Spieler waren nicht so auf dem Level vom Fußballerischen her, was wir uns vorstellen oder was wir überhaupt seit Monaten auch machen können. Machen aber das 1:1 im Spiel drin, war, denke ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann zweite Halbzeit fängt es an. BFC macht einen super Spielzug, kann man verhindern, aber machen die gut, machen dann das 2:1 und das 3:1 hat uns dann total das Genick gebrochen. Man hat eben gesehen, dass wir noch eine ganze Menge brauchen, gerade wenn der Gegner gewisse Sachen macht und wir das auch angesprochen haben, dass wir das andere machen, und wir haben dann immer das eine Schema immer wieder ins Mittelfeld reingespielt, wo die uns die Bälle erobert haben. Und das gegen die individuellen Fehler, das ist eben dann BFC, das macht die Mannschaft auch stark, das wird die auch dies Jahr stark machen, dass die einfach eiskalt jeden Fehler ausnutzen und dann 3:1, 4:1 ganz einfach machen. Und das haben wir beim 1:1-Stand bei Riesenkonter von Luca nicht gemacht. Und da hat man eben gesehen, dass BFC noch von der Erfahrung her was drauf hat, und da müssen wir gucken, dass wir das alles bisschen weniger machen, vor allem, dass wir besser ins Spiel reinkommen. Danke. Pressekonferenz, 1. FC Lok. Ich sehe die Pressevertreter, gibt es noch Fragen? Bitte. Im Ausblick Leipzig, die 24. Minute, das erste Tor, was gefallen ist bei FC Lok Leipzig, war das nicht eine Motivierung, das jetzt richtig Volldampf zu geben, oder warum ist es dann so leicht abgegangen? Ich habe den Anfang nicht verstanden. Ich
die ersten 24 Minuten, die gelaufen sind bei Lok Leipzig, wo das erste Tor gefallen ist. Ja. Ist das nicht eine Motivierung, sich ein bisschen Dampf zu geben nochmal, so richtig? Die letzten, oder die erste Halbzeit zumindest, ja. Und dann ging es dann doch nach der ersten Halbzeit dann schon mal ein bisschen bergab. Na, ich habe ja gesagt, wir haben sehr nervös angefangen. Untypisch viele Ballverluste, der Gegner wusste, wie wir spielen. Wir haben diesen zweiten Plan, was wir machen wollten, weil wir wussten, wo die Presse, wo sie uns hin haben wollen, haben wir nicht gemacht. Weil heute sehr viele Spieler doch schon sehr nervös waren. Aber nach dem 1-1 waren wir schon drin und wir haben schon damit versucht zu machen. Plus auf der anderen Seite steht ein Gegner, der sehr, sehr clever macht und die einfach dann in der Situation besser sind. Das ist schade, ja, dass es so ist, aber uns hat es jetzt erwischt und daraus müssen wir eben lernen. Und da muss man auch einfach auch Respekt zollen, dass die dann am Ende auch hochverdient gewonnen haben, weil sie eben diese Fehler nicht gemacht haben und wir eben die gemacht haben. Und da müssen wir eben lernen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch zwei Informationen von mir. Am Mittwoch spielt der erste FC Lokomotive bei OP Rathenow und am nächsten Samstag freuen wir uns, euch wieder hier zahlreich begrüßen zu können gegen den FC Carl Zeiss Jena. Dann vielen Dank und euch allen ein schönes Wochenende.